Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pro Evolution Soccer 2015. Wir spielen heute gegen den SV Werder Bremen mit 3 Sternen und wir haben immer noch 4,5 Sterne. Die sind da am 15. Ligaplatz und wir sind am 5. Ligaplatz. Und die sind ein bisschen schlechter als wir, wie man an Sternen allein schon sehen kann. Nach dem traurigen Spiel gestern in dieser Folge, gegen den Sevilla FC, müssen wir heute irgendwas an der Taktik ändern. Denn so geht das ja gar nicht. Ballbesitz, engstehen, radikale Offensive, über die Seiten. Wir machen mal radikale Offensive. Nach Form, Limke, ja, so ist okay, Reinhardt, Sauer, Geldmacher. So finde ich das okay, ehrlich gesagt. Wir sehen hier vorne, Timmy, Röser, Bastian und Friedrich. Da sehen wir, die stehen alle ziemlich nah beieinander. Das könnte ein paar Stellungsspielprobleme geben. Aber ich denke, ich hoffe, das wird es nicht geben. Und wir werden einfach mal anstoßen. Und hoffen, dass wir dass wir das Spiel einfach mal gewinnen werden. Okay, sorry. Das war ein Rülpser, der war nicht gewollt. Der kam mitten im Satz. Was ich sagen wollte, wir hoffen einfach mal, dass wir gewinnen werden. Und da kam schon der erste scheiß Fehlpass. Und Wischnewski, was macht Wischnewski da? Oh mein Gott! Ein direkter Fehler und Di Santo nutzt den Fehler aus und macht das 1:0. Was ist da nur schief gelaufen? Da kam der lange Pass. Warte. Da kam der lange Pass. Und sie haben gesehen, Di Santo läuft, Torwart läuft raus. Will den irgendwie noch halten. Wollte wegpoxen. Und lässt ihn nach hinten klatschen. Ein totaler Torwartfehler. Und ich weiß auch nicht, was da mit Wischnewski los war. Was macht der? Wir machen hier Fehlpässe nacheinander. Unglaublich. Boah, hartes Einsteigen. Direkt Freistoß gepfiffen. Alles klar. Die Spieler warten auf den ausgeführten Freistoß. Junuzovic aber will den Freistoß nicht machen. Macchiato macht den Freistoß. Ah, eine Flanke wird das, aber sie kommt nicht durch. Und dadurch hat Bagfrede jetzt wieder den Ball. Di Santo wollte abschließen, aber da stellt sich der Rübenstrunk oder wer das ist. Gut dazwischen. Da kommt die Flanke rein, aber irgendeiner steht noch davor. Und da kommt schon wieder dieser Fehlpass. Unglaublich. Was ist da los mit der Abwehr? Rübenstrunk. Geldmacher. Timmy. Timmy mit dem Konter. Timmy mit dem Konter. Er kann laufen. Er kann laufen. Er macht den Einhaken, aber verliert währenddessen den Ball. Unglaublich. Was ist mit dem Team los? Limke. Weg mit dem Ball. Geldmacher schickt den Friedrich. Friedrich schickt Bastian in der Mitte. Bastian läuft. Bastian hat freie Schussbahn. Wird er schießen? Er schießt und Tor! Tor! 1:1. Guter Abschluss. Guter Abschluss. So kennen wir ihn, Bastian. Er nutzte jede seiner Chancen. Ich finde es bemerkenswert, dass das Tor noch steht. Da trauert der Keeper ein bisschen, fragt sich, was mit der Abwehr los. Denn Friedrich kann hier einfach laufen, passt ihn in die Mitte und De Bruyne stoppt ihn ganz kurz und denkt sich, oder ist das Bagfrede, weiß ich nicht, und denkt sich, nee, da gehe ich nicht hin. Bastian schließt ab und Tor. Nicht gerade sehr platzierter Schuss, aber desto härter war er. 1:1 in der 20. Minute, das kann ein lustiges Spiel werden. Timmy wieder weg mit dem Ball. Röser passt zu Timmy.
Timmy läuft, Timmy läuft. Und macht den Haken, verliert wieder den Ball. Was ist los mit Timmy? Ich glaube, heute ist einfach nicht sein Tag. Bastian passt zu Friedrich. Friedrich. Ah, schade. Schade. Bastian will den Ball wieder erobern, schafft es aber nicht. Friedrich kommt ihm zur Hilfe, aber er kommt leider zu spät. Geldmacher rennt vom Ball weg. Er bleibt am Ball. Rügenstrunk mit dem Kopfball, aber er kommt leider nicht dran und zum Glück war das noch Abseits. Was ist nur los mit dem Karabakh FK? Dieses Abseits war meiner Meinung nach noch nicht mal berechtigt. Wischnewski mit dem Freistoß. Schlägt den Ball lang nach vorne. Röser kommt nicht richtig hin. Bastian muss den Ball wiederholen. Da schafft er sogar, passt zu Friedrich, Friedrich zu Kotthaus, Kotthaus zu Friedrich. Ah, Friedrich holt sich den Ball wieder, Bastian muss wieder zur Hilfe kommen. Bastian ist in unserem Team sehr, sehr wichtig. Röser, Mann! Unglaublich. Limke zu Kotthaus, Kotthaus zu Friedrich, Friedrich zu Bastian. Bastian sieht ganz außen den Timmy. Timmy macht einen Haken. Macht noch einen Haken. Gibt die Flanke und... Ah, schade. Timmy holt sich bitte den Ball wieder. Limke. Kotthaus. Friedrich. Bastian. Timmy. Bastian. Ah, zu weit. Schade. Fehlpass von Timmy. Das ist ein langer Ball. Man muss bedenken, wenn man jetzt diese radikale Offensive macht, muss man echt schnelle Verteidiger hinten haben. Reinhardt versucht zumindest Fernschuss und... Oh, schade. Ab in die Spitze. Schade. Man kann es ja mal probieren, so aus 20 Metern oder so. Denn er hat ja die Fernschusseigenschaften. Und da war der Keeper aber rechtzeitig unten in der Ecke. Demzufolge konnte das dann auch nichts werden. Wir haben mehr Ballbesitz, der Karabakh FK ist leicht vorne. Erfolgreiche Pässe wieder abgrundtief, schlecht, aber... Werder Bremen ist noch ein bisschen schlechter. Ja, also okay. Die ersten 5 Minuten haben uns echt den Kopf gekostet. Momentan müssen wir einfach gucken, dass Silvester jetzt ein bisschen den Friedrich ersetzen wird. Okay. Das war doch kein Foul, hey. Das war Körpereinsatz und das war Ball gespielt. Also war Ball gespielt. Geldmacher, kommt zum Kopfball. Ja, Röse kommt leider nicht hin. Oh, zu harter Pass für den Timmy. Rübenstrunk köpft am Ball vorbei. Oh mein Gott, oh, Wischnewski holt sich den Ball. Zweite Torchance von Di Santo, aber er blockt den Ball ab. Der Limke. Bastian am Ball, immer noch. Wird nicht bedrängt. Ah, wollte den Querpass spielen, aber der wurde dann leider abgefangen. Limke mit dem Kopfball. Röser, Abseits. Das war leider die Abseitsposition. Mit der Wade noch in Abseits, leider Abseits gepfiffen. Silvester, schade. Timmy, oh, mit dem Scheißpass, Mann. Dort sollte der gar nicht hingehen, sondern zum Bastian. Röser, rüber zum Silvester. Silvester sprintet die Linie entlang. Er bringt die Flanke. Und, gute Aktion vom Torwart.
Na, Timmy kommt dann nicht mehr rechtzeitig am Ball. Und Linke muss wieder zum Kopfball gehen, was er aber nicht macht, aber dort wieder den Ball bekommt. Geldmacher. Oh, Bastian. Ah, oh, schade. Wird Karabakh FK das zweite Mal verlieren? Oder doch noch einen Unentschieden rausholen? Oder vielleicht auch noch einen Sieg? Es ist ja unglaublich. Dort kriege ich noch einen Erfolg, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe. Pfostenschuss! Zweite Chance, aber Wischnewski hat den Ball sicher. Langer Abwurf. Sauer kommt nicht an den Ball. Unglaublich. Sie müssen den Ball da hinten einfach nur rausschlagen. Jetzt kommt der Konter wieder. Silvester. Silvester zu Röser. Röser zu Silvester wieder. Silvester läuft. Mit dem Ball. Mit dem Ball. Zu Röser. Und er schießt und... Tor! 2:1. Da freuen sie sich zurecht. Ich weiß jetzt nicht, in der wievielten Minute. Könnten in der 80. oder in der 70. oder so sein. Wunderschönes Tor, wunderschönes Zusammenspiel. Da haben sie einen Verteidiger aussteigen lassen, den nächsten Verteidiger. Er hätte hier die Flanke bringen können oder einfach nur flach spielen können. Er entscheidet sich für das flache Zusammenspiel, wird glaube ich noch abgeblockt oder abgefälscht und dann passiert auch das Tor. Da hat er ihn einfach ganz locker reingeschlänzt. Und demzufolge steht es nun 2:1. Sie mussten einen Rückstand verkraften, das haben sie getan. Sie Silvester holt sich den Ball wieder. Silvester will durchlaufen, schafft es aber ganz klar nicht. Hier kommt der Geldmacher wieder. Sigmund. Timmy. Timmy läuft mit dem Ball. Schneller, 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 schneller. Schießt. Oh, Wolf hat aber den Ball. Wolf hat den Ball ganz klar pariert. Silvester muss wieder eingreifen. Und Rübenstrunk lässt erstmal den Ball laufen. Sie wollen mehr Ballbesitz. Sie wollen jetzt bloß kein Gegentor mehr bekommen. Das ist hier sehr wichtig. Oh, wohin ging der Ball denn? Unkontrolliertes Passspiel, unglaublich. Dadurch bekommen Werder jetzt nochmal eine Chance. Oh, da wollte er reingrätschen. Musste den Ball aber leider klären. Und da ist es aus. Da ist es aus. Die Freude von Geldmacher sieht man klar. Genauso die von Rübenstrunk oder Silvester oder wer. Ja, Silvester war das. Und gute Bewertung für Rübenstrunk und Bastian. Und da müssen wir erstmal gucken, wie die anderen so abgeschnitten haben. Ich sehe ein 2:0 für Mailand, ein 2:0 für Sevilla. Die kommen da unten jetzt so langsam wieder raus. Wolfsburg mit 1:0. Trabzonspor mit 3:0. Fulham 3:0. Napoli 1:0. Hamburg verliert schon wieder. 2:0. Rom 2:0. Barcelona verliert wieder mit 0:2 gegen Valencia. Olympique de Marseille und Atletico Madrid trennen sich mit einem 1:1. Ajax trennt sich mit einem 1:1 mit Fenerbahce. Und demzufolge sind wir wieder Vierter. Und mit dem nächsten Sieg könnten wir auch dann direkt Erster werden. Könnten, sollten, müssten. Wir müssen jetzt aber erstmal gucken, gegen wen wir jetzt erstmal noch spielen. Bekanntgabe des nationalen Mannschaftskaders. 5 Spieler wurden in der jeweiligen Nationalmannschaften herberufen. Der Timmy, der Reinhard Sarümschunk, Zalbutin nach Marokko und Walter nach Deutschland. Sehr gut.
Der Scout, wie sieht's beim Scout aus? Gibt's da irgendwas Neues? Nein, gibt es nicht. Das nächste Spiel wird dann gegen den VfB Stuttgart sein. Der ist genauso wie der Werder Bremen schlechter als Sevilla. Und demzufolge, der ist einen ganzen Stern schlechter. Und ja, 16. Platz könnte wieder spannend werden. Genauso wie. Was steht da unten? Herr Stevens nimmt es mit Karabakh FK auf. Wir alle kennen Konsolenschwein. Das wird kein Kinderspiel. Alles klar. Dann würde ich mich bedanken, wenn ihr nochmal ein Like da lasst, einen Kommentar schreibt und ein Abo da lasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.